Herzlich willkommen zurück hier bei Daylight. Ich habe eine kleine Pause gemacht, habe was gegessen. Jetzt sollte mein Magen nicht mehr knurren. Und es wird wohl jetzt anfangen, so ein bisschen hier mit den... Kann ich nicht... Okay, ich habe zu viele. Ich sehe es. Mit der Story und mit den Gästen. Und der Geschichte. Alle Mitarbeiter letzte Nacht... Achso, zu Händen von alle Mitarbeiter. Letzte Nacht gegen 19 Uhr gab es einen Stromausfall in der Einrichtung. Der unglückliche Zeitpunkt hatte zur Folge, dass ein Patient in kritischem Zustand nicht in die Notfallaufnahme überstellt werden konnte und dieser auf dem Gang hinter der Sicherheitstür des Archivs verstarb. Und um solche Tragödien in Zukunft zu vermeiden, möchten wir alle Angestellten, die nicht zum Wartungspersonal zählen, darauf hinweisen, dass die Sicherheitstür nicht funktioniert. Wenn es zu einem Stromausfall kommt, bevor die Tür geöffnet werden kann, muss zuerst der Schutzschalter zurückgestellt werden. Bitte machen Sie sich mit der Lage des Netzschalters im Archiv vertraut. Keine wirkliche Bedrohung. Bitte verarsch mich nicht, Spiel. Es ist noch keine Bedrohung. Ich verlasse mich da auf jeden Fall jetzt drauf. Das sieht mir nach einem Rätsel aus. Alle Mitarbeiter, zu Händen von alle Mitarbeiter, wir verstehen, dass Sie Ihre 10-minütigen Pausen nicht immer vor dem Gebäude verbringen können. Das bedeutet allerdings nicht, dass Sie die Gegenstände im Archiv verschieben und es als behelfsmäßiges Raucherzimmer nutzen können. Egal wie geräumig es ist und wie hoch die Decke auch sein mag. Wir haben mehrere Angestellte dabei ertappt, wie sie mit Kisten Versorgungsmaterial verschoben und übereinander gestapelt haben, um daran hochzuklettern und sie als Aussichtsplattform zu verwenden. Was ist denn da los gewesen? Diese Gegenstände sind keine Turnausrüstung. Das Klettern auf den Kisten mit medizinischem Versorgungsmaterial wird nicht toleriert. Verwaltung. Das sieht hier nämlich auch so verbrannt aus irgendwie. Leuchtet hier gerade so auffällig. Das scheint noch nicht zu funktionieren. Also muss ich da wohl was machen. Und da ist eine Tür. Aber ganz kurz einmal. Ah, ich dachte, ich kann nach oben scheinen. Die Decken sind hier wirklich ziemlich hoch. Warum kann ich da nicht rein? Hierher oder daher? Hierher. Oh. Wow. Wow. Ich bin, warum sind die Decken hier so hoch? Ist das hier das Archiv? Das ist das Archiv. Ja, natürlich. Natürlich ist das das Archiv. Aber warum hört denn hier die Mauer auf? Also, sie sieht für mich sehr verbrannt aus und ich frage mich gerade wirklich. Ob das Rauchen hier dran schuld sein soll. Ob das Rauchen hier dran schuld sein soll. Und das sieht hier wirklich alles total verkokelt aus. Oh Gott. Ah, Daniels Suizid. Mrs. Daniels wurde heute früh tot in ihrer... Warte mal kurz. Das Bild bleibt stehen. Okay. Tot in ihrer Unterkunft aufgefunden. Es wurde ein Abschiedsbrief sichergestellt, aus dem entnommen werden konnte, dass sie sehr unglücklich mit ihrer Arbeit und ihrem Privatleben war. Laut dem Personal vor Ort war die Todesursache rascher Blutverlust durch selbst zugefügte Schnittwunden am Handgelenk. Die Leiche wurde in einem Rollstuhl sitzend aufgefunden. Polizeiliche Ermittlungen werden folgen. Mrs. Daniels Leichnam wurde inzwischen in die Leichenhalle überstellt. Ich hoffe, da kommen wir nicht hin. Dieser Vorfall ist den anderen verstörend ähnlich. Keine Bedrohung. Da steht keine Bedrohung. Ich verlasse mich darauf. Ich verlasse mich darauf, da steht... Ja, oh mein Gott, das ist hier echt unordentlich. Ich verlasse mich wirklich darauf. Das Mid Island Hospital, jetzt spielen wir das mal wieder ein bisschen lustig. Das Mid Island Hospital war eines der einflussreichsten und medizinisch bedeutendsten Orten in der Geschichte unserer Stadt. Nur wenige wissen jedoch, wie wichtig es wirklich war.
Von Pockenbehandlung in den 80ern bis zu dessen Leistung im Bereich der Tuberkuloseerforschung in jüngerer Vergangenheit hat das Krankenhaus viel zum Wohle der Bevölkerung und New Kipling beigetragen. Selbst der kurze, wenn auch gescheiterte Versuch, es als Haftanstalt wieder zu eröffnen, wow, toll, hat dabei geholfen, unsere Bürger zu schützen. Na, na, na. Oh Mann, ich muss mal ganz, ich habe gerade das Rewe-Phänomen. Ich nenne das immer so, weil, manchmal verfällt mein Körper in so einen komischen Zustand, ich fühle mich dann irgendwie wohl. Ich fühle mich gerade aber absolut nicht wohl. Und bin dann immer so entspannt und so müde und so, und so. Und das habe ich meistens, wenn ich im Rewe oder so, wie auch immer, oder Lidl oder Aldi oder was auch immer, einkaufen bin. Und dann halt durch die Gänge und so, und, oh, das noch vergessen. Und an der Kasse stehe, alles aufs Band packe. Und dann werde ich total müde immer. Und dann, wenn ich dran bin, bla bla bla, so und so viel Euro. Und das habe ich gerade irgendwie auch. Ich werde gerade zu entspannt. Das ist doof. Das darf ich nicht. Nicht hier. Nicht, wo es langsam losgeht. Ich fühle mich hier wie Mikair gerade. Das ist ein Zettel. Bewohner von Kipling werden beschuldigt. Verbrechen. 16-jähriges Mädchen durfte leben, gesteht Schuld, wird gehängt, böse. Krankenhaus eröffnet. Um mit Ausbreitung der Krankheit... Keine Bedrohung. Es ist noch keine Bedrohung. Ich sehe es genau. Ich habe auch noch kein Relikt gefunden. Das sind ja die Roten, ne? Oh Gott! Stop! Oh. Stop! Oh. So much pain and suffering. And from those would seek only solace. What ails you, Sarah? Perhaps truth, rarely pure, never simple. Mich betrübt gerade, dass sie mein Outfit ein bisschen geklaut hat, die Dame, die da gerade im Feuer hergelaufen ist. Boah, sah verdammt geil aus, aber egal. Während ihrer nächtlichen Rundgänge bemerkte Schwester Moriarty, dass Patient 90D in einem aufgewachten Zustand in seinem Zimmer stand. Die Schwester behauptete, der Mann hätte mit dem Gesicht gegen das Schutzgitter des Glases geschlagen. Sie rief um Hilfe und als wir eintrafen, war das Gesicht des Patienten völlig blutverschmiert. Außerdem brüllte er etwas über Gesichter im Dunkeln. Der Patient wurde sofort ruhig gestellt und auf die Krankenstation gebracht, wo der verantwortliche Arzt angab, dass er wahrscheinlich beide Augen verlieren würde. Der Patient schien darüber völlig unberührt. Empfehle Überstellung in Dr. Mercers Obhut. Haben die sich echt hier die Kisten da so gebaut und da vorne? Ja, ist auf jeden Fall sehr... Okay, ich sehe hier auf der Karte gerade, wo wir schon waren. Da vorne ein roter Zettel. Ich nehme den mal nicht. Okay. Wie kann ich den bewegen? Ah, okay. Ja. Okay. Hoch. Geht das? Okay. Ah, da muss ich hin. Alles klar. Und hier oben... Ah, guck mal, ich gehe mal wieder runter. Hier oben kann mir gar nichts passieren. Theoretisch, oder? Theoretisch. Die Patienten haben ihre Pillen genommen und sind nach dem Abendessen in ihre Zimmer zurückgebracht worden. Dyer weigert sich seit dem Zwischenfall nach Patienten 90D zu sehen. Er hat sie mit Blut bespuckt und irgendwas über einen Zauber geschrien. Hier ist mein erster Beobachtungstag von Patient 90D. Er schien extrem angebracht und... er schien extrem angespannt. Als ob er die ganze Zeit jederzeit ausrüsten würde. Jetzt geht's aber los. Nur nicht gegenüber Patrice. Sie ist ihm auf irgendeine Art und Weise vertraut. Ich bin... müde. Also so entspannt gerade. Scheiße. Also Entschuldigung, ich wollte nicht... Also doof ist das. Das ist echt doof. My sunshine, my little sunshine. You make me happy, the skies are grey. Da-da-da. Be
Schön, danke, dass du so... dass du mich so beruhigst, Freundchen. Den Zettel hatte ich ja gelesen, ne? Boah, das fand ich jetzt doof. Warum hat er das gesagt, der Blöd... Oh, so ein Idiot. Entschuldigung, aber jetzt habe ich erst recht Angst. Das solltest du nicht. Fühlst du dich ja... Man fühlt sich dann halt auch besser. Und dann ist, ja? Was? Ja, wo? Ach Gott. Okay, die kann ich schieben. Der nimmt einen quasi echt... Man freut sich. Also ich freue mich wirklich immer, wenn in Horrorspielen das Licht angeht. Aber... ich habe mich zum Beispiel in Cry of Fear nicht gefreut, als es in einem bestimmten Abschnitt die ganze Zeit so hell war und man einfach wusste, dass da etwas nicht mit rechten Dingen vor sich geht. Kannst du denn nicht reden? Warum kannst du nicht reden? Pandoria, warum kannst du nicht reden? So, wir klettern jetzt hier, wir spielen Assassin's Creed. Und ein bisschen Outlast. Oh, bald, ich freue mich so. Ah, okay, jetzt sind wir hier. Okay, oben macht die Spielmaschine doofe Geräusche gerade. Das ist super unfair. Ah! Nein, jetzt hör mal auf. Das soll ich, also, ich weiß nicht, soll ich jetzt hier balancieren oder soll ich jetzt... Weil hier runter kann ich ja so oder so. Ich kann mir ja das einfach nicht vorstellen, dass ich hier so... ja, balancieren soll, aber okay. Nicht? Kann ich immer noch nicht rein. Ist aber doof jetzt. Ah, warte mal, warte. Ah. Du hast schon eine Atem, nicht, Ray? Boah, irgendwie ist das hier doof. Ich weiß nicht. Toll, warum? Habe ich irgendwas geschafft? Okay. Achte auf Bedrohung, achte auf dein Handy. Das kann dich irgendwie höchstens vor einem Herzinfarkt schützen. Aber wir haben schon so viele Horrorspiele zusammengespielt. Aber das ist irgendwie jetzt gerade so... man hört und hört und guckt ein bisschen und denkt sich nur... wow, ich habe hier... Bonbons liegen und dann will ich ja nichts essen. Das mache ich gleich auch. Also nicht Bonbons, Schokolade. Oh, das ist ein roter Zettel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hör auf damit, hör auf. Oh Gott, hör auf. März 1988, Akte Patientin 13. Ich fürchte, dass wir angesichts der bevorstehenden Schließung des Krankenhauses kein Zuhause für Sie finden werden. Es ist bedauernswert, dass ein Leben, das unter solch gewalttätigen Umständen auf die Welt gebracht wurde, nun unter die Obhut des Staates kommt. Sie wird zweifellos eine Einrichtung von einer Einrichtung in die nächste wechseln. Was ist denn da oben los? Die Sache ist, ich bin alleine hier. Ich kriege Paras, ich kriege Paras hier langsam, echt? Jetzt schon! Achso, nein. Die Sache ist doch folgende. Ich könnte jetzt da rein oder da rein. Ich muss wohl rechts rein. Das ist ja ein bisschen zu... Anybody there? Nein, sei ruhig, da ist ein roter Zettel. Halt einfach den Mund. Okay, also wir müssen auf jeden Fall ein Siegel finden wieder, ne? Und das ist halt immer das Gleiche. Miss Eunice Goodman hat der Patientin ohne Genehmigung des behandelnden Arztes ein Stoffbären gegeben. Mrs. Goodman wurde verwarnt und ist auf Weiteres von der Kinderstation einem anderen Bereich zugeteilt. Ich lese hier immer Gott, lass die Hand da unten! Ich lese hier immer Kinderstation, wir sehen die Kinderbetten und das ist echt... Was? Ah ja, ja.
Drogen steigt ein bisschen. Die Patientin 15, die Patientin Alter 7 Jahre, fürchtet sich als nächstes vor einem... Fürchtet sich nächtens vor einem Monster in ihrem Zimmer. Eine Nachtschwester hat die Patientin getröstet, indem sie beteuerte, sie hätte sich das nur eingebildet. Daraufhin begann die Patientin mit einem unkontrollierbaren Gewaltausbruch, sich selbst und das Personal zu verletzen. Die Patientin wurde ruhiggestellt und in Isolationshaft gebracht. 7 Jahre? Ernsthaft? Hello? Eli, my son. Ich habe noch nichts, um mich zu schützen. Ja, ich habe noch keine. Scheiße. What was that sound? Oh Gott! Das Krankenwärter William Farisch, keine Ahnung, manchmal stundenlang während seiner Schichten verschwindet und wenn er wieder auftaucht, sind seine Hände und Hosen so schmutzig, als alte Ferkel, als hätte er in Dreck gegraben. Wenn sie ihn darauf anspricht, macht er immer einen verwirrten Eindruck und fragt, ob er sich waschen kann. Das ist die vierte Beschwerde innerhalb von 2 Wochen über Farisch und ich fand, die Angelegenheit sollte an sie weitergeleitet werden. Percy. Der Stoffbär, den die Patientin als ihren Schatz bezeichnet, wurde sichergestellt. Der Arzt empfiehlt ihn zu verbrennen, da er mit dem Mädchen in Berührung kam und die Krankheit übertragen werden konnte. Allerdings brachte niemand es über sich, das Stofftier zu verbrennen. Anscheinend ist... Oh Gott, was ist los, Sadie? Anscheinend ist Mrs. Goodman nicht die einzige Person, die etwas für arme, elende kleine Mädchen übrig hat. What the hell is this? Geh weg! Oh Gott, geh weg! Geh weg! Geh weg! Wo bist du? Oh Gott! Sind die doof? Die sind ja furchtbar! Sind die ja ekelhaft! Die sind ja richtig ekelhaft! Es ist richtig toll, muss ich sagen. Bravo, dass ich keine Fackeln habe. Selber schuld. Mir kann doch hier eigentlich nichts passieren hier drin, oder? Okay. Es geht los. Scheiße. Scheiben meine ich. Ich meine Scheiben. Ich habe das Wort nicht gesagt. Bedrohung ist... ja, wir sind bedroht auf jeden Fall. Der Patient ist auf unerklärliche Weise über Nacht verstorben. Patient 27C. Der Leichnam wurde heute Morgen von der Schwester während der Vorbereitung für die Elektroschocktherapie entdeckt. Der Leichnam wurde in die Leichenhalle überstellt. Die Einäscherung ist für diesen Abend angesetzt. Der Patient hatte keine weiteren Angehörigen. So, hier waren wir noch nicht. Ja, hier waren wir noch nicht. Das heißt, wo hier ist irgendwo... Oh ja, geil. Schön feige, wenn man hier durchrennt und so. Oh. Wow. Das sind auf jeden Fall sehr viele Betten.
Ich würde jetzt, wenn ich renne, bringt mir das eigentlich auch nicht wirklich viel, ne? Ach du Kack, jetzt kann ich hier gar nicht rein. Hä? Ich muss da aber rein, weil, guck mal, die zittert doch so richtig so mit dem Teil, oder? Das heißt, da war schon richtig, aber ich kann da halt nicht rein. Das ist aber doof. Oh, verdammte Axt. Jetzt habe ich mir das angewöhnt. Ich will das überhaupt gar nicht sagen. Oh, jetzt müssen wir ja auch noch rätseln. Das ist aber doof. Geh weg, lass mich in Ruhe. Hopp. Nee, ich geh da vorne nochmal hin. Ich muss da nochmal hin. Oder war ich hier schon? Das, der Schrei kam ja auch letztens hier, ne? Hier hin? Hierher? Hier. Ich habe keine Ahnung, wo ich her muss. Weil ich nicht aufgepasst habe, ganz einfach. Deswegen. Falls es jemand gefragt hätte, hätte ich das so gesagt. Weil ich nicht aufgepasst habe. Ich bin mir auch das Fenster, klopf, klopf. Nee, das ist ein Schrank. Ich habe aber nur die grünen Leuchtstäbe, oder? Ich habe nur die grünen. Ich brauche die roten, verdammt nochmal. Ich brauche die roten. Hier wahrscheinlich, oder? Was? Billy, ich habe heute Nacht jemanden im Heizungsraum gesehen. Der Bastard hat mir einen Schrecken eingejagt, dass ich fast tot umgefallen wäre. Ich habe mich aus dem Staub gemacht, bevor ich einen guten Blick auf ihn werfen konnte. Außer mir und Adam hat dort unten niemand etwas verloren. Ich hoffe stark, niemand der Wärter sucht dort einen Platz, um mit einer der Schwestern rumzumachen. Sorgt dafür, dass die Leute ihre Arbeit machen und sich nicht mit meinem Heizraum und George, der George wieder. So, wer auch immer hinter mir ist, hau rein. Ja, wir spielen das Spiel etwas anders. So, ich möchte es nochmal betonen. Oh. Okay, es wird wieder Zeit für ein kleines Päuschen. Currywurst? Nein, Cursed. Cursed. Und wir sind in einem neuen Abschnitt und ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Wir wissen alle, was uns hier erwartet. Nämlich einfach noch etwas viel Schlimmeres als in den Folgen zuvor. Okay, dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal.